Wer mich nicht kennt bis jetzt, ich bin der Michi Eppli und ich freue mich, euch etwas zu erzählen über das Fäulen. Die einen oder anderen wissen schon einiges darüber, denke ich, die da dabei sind. Wenn man vom Segeln heute redet, dann kommt man eigentlich sehr rasch auf das Fäuling. Und obwohl es Fäulen schon lange gibt, hat das heute einen Aufschwung und ich schreibe dem zu, dass das möglich wird, weil wir eine Kultur haben, die eigentlich diese Art von Segeln fördert. Also es gibt nicht mehr Spinner, die immer schneller segeln wollen, sondern wir haben eine Kultur von Speed und Effizienz und so ein bisschen Adrenalin. Es muss immer so ein bisschen ein kleines Katastrophe im Hintergrund lauern und dann findet man das interessant. Und darum wird sehr wahrscheinlich vor allem auch von jungen Leuten das Fäulen als adäquate und zeitgerechte Art vom Segeln empfunden. Und ich denke, das ist der Betreiber. Es ist aber sicher nicht so, dass man irgendwann in 5 Jahren oder in 10 Jahren, was auch immer, nur noch fäulen. Ganz bestimmt nicht. Und Fäulen in der Selbsterfahrung ist noch ein bisschen etwas anderes, also wenn man nicht ein Profi ist, sondern ein Amateur. Ich denke, es hat einfach etwas Magisches und die Leute, auch die mit Segeln nichts am Hut haben, die fragen dann, wie ist denn das und das sieht ja toll aus und was weiß ich. Und ich habe einen ganzen Haufen Facebook-Leute, die eigentlich keine Segler sind, sonst rede ich ja immer nur über das. Und sie haben mir schon gesagt oder geschrieben, dass sie finden das einfach und ich mache gute Bilder und das sehe ich einfach so toll aus und sie möchten das eigentlich auch können. Manchmal ist es spektakulär und manchmal ist es aber auch elegant und tänzerisch. Darum möchte ich euch jetzt, es ist vielleicht ein bisschen ein langweiliger Clip, aber es ist einer von meinen Lieblingsclips, wo eben das Gefühl vom Fliegen, finde ich, rüberkommt und wenn man der Schwerkraft ein bisschen ein Schnippchen schlagen kann. Und das ist das, was mir persönlich am Fäulen sehr gut gefällt. Ich habe das auch, ich bin immer TÜV gefahren, auf starken TÜV hat man das auch, wenn man den Berg drauf fährt, beschleunigt man und merkt nicht, dass man da so an der Erde gebunden ist. Und das, finde ich, ist etwas Einmaliges. Es ist ein bisschen ein Kunstprodukt. Die Umgebung ist auch ganz gezielt gewählt in der Bretagne. Das Schiff, das man hier sieht, ist ein Mod für die, die das nicht wissen. Die meisten werden es wissen. Und mit Hinblick darauf, dass ein paar Leute haben, die das selber mal probieren wollen, könnte ich das Boot nicht empfehlen. Weil eigentlich sind das nicht Freizeitjolen, sondern die kleinsten Boote für ja, so die kleinsten Grand Prix-Boote. Also quasi ein TP52 in ganz klein. Es ist auch ziemlich kostspielig. Man kann da easy 40'000 Franken ausgeben für so ein Boot. Und als Einsteiger sollte man vielleicht auch nicht so um die Untiefen herumfahren, weil die Grundberührung wird es dann gerade relativ teuer. Was man da sieht, ist, dass es erstaunlich wenig Wind braucht. Klar, es ist ein Mod, die kommen heutzutage, wenn es nicht gerade 35 Grad ist, am Schatten kommen die bei 5 Knoten raus. Und es hat einfach etwas Spielerisches, wo man nicht immer gerade muss an eine Regatta gehen, dass es spannend ist. Dann vielleicht schnell zum Angebot an diesen Einmajolen, die es gibt. Das sind die verschiedensten Formen. Zum Beispiel unten rechts, das ist ein Mod, um sie mal von hinten anzuschauen. Ich sehe jetzt da die Leute vor. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen auf dem Bildschirm. Die ist ziemlich schmal und eben das kann man als Einsteigerboot nicht empfehlen. Und was man auch noch sieht, ist zum Beispiel oben das zweite Bild von rechts. Das ist unschwer als Laser zu erkennen. Es gibt Foilset, wo man bei Laser einsetzen kann und das funktioniert. Aber ich habe das alles auch ausprobiert und würde das eigentlich eher nicht empfehlen. Also wenn man foilet, sollte man ein Schiff nehmen, das wirklich für das gemacht ist. Zum Sagen noch, auf der zweite Spalte von links hat es noch zwei artfremde Boote. Das sind keine Centerline-Foiler, sondern die haben ein anderes System, sind einfach auch Einmal-Boote und die fliegen auch.
Aber das wäre ein anderes Thema. Ich rede heute über Centerline-Foiler, wo also in der Mitte ein Schwert haben und unten ein sogenannter T-Foil. Das ist der Inhalt. Dazu gibt es sagen, wenn jemand eine Frage hat, das ist verlinkt, ich kann da innen navigieren, muss dann höchstens ein, zwei Charts vielleicht noch durchklicken, wenn jemand eine Frage hat, wo er nochmal etwas wissen will, für etwas, was schon vorbeigegangen ist und dann die Frage erst aufkommt. Das kann man also machen und ich denke, Fragen so vorzu wäre sowieso nicht schlecht. Es ist, glaube ich, für alle auch spannender. Und wir sind ja, ich weiß es nicht, wie viele Leute jetzt dabei sind, aber das sollte ja eigentlich schon gehen. Dann fangen wir an. Das Boot ist das Kita, also das Modell heisst Kita. Das ist eine australische Entwicklung und stammt im Prinzip von der Mod ab. Es ist eine Art ein Spin-off von der Mod, wenn in Europa, einfach in Scow-Form. Über die Scow-Form komme ich dann nachher noch drauf. Was man da sieht, ist, dass das Boot also nicht viel mehr Schnür drin hat wie ein Laser oder sogar gleich viel. Und dann hat man Nummerli 1 bis 4. Und ich erkläre schnell, was das ist für die, die das nicht schon wissen. Also das 1 vorne, das ist ein ganz wichtiges und auszeichnendes Instrument. Das ist ein sogenannter Wand. Also Zauberstab auf Deutsch. Wand ist Englisch. Der heisst einfach so, es ist eine Art ein Sensor, wo Darstellwinkel vom Foil zu einer gleichmäßigen Fluglage zu erreichen, steuert. Das Nummer 2, das dünne Schnürli, gelb-blau gesprenkelt, das geht durchs Cockpit. Mit dem kann man den Wand absenken, aufziehen oder runterlassen. Und je nachdem, wie man ihn einstellt, resultiert eine verschiedene Flughöhe. Und das 3 ist ein Einleinesystem, das extra für das Boot erfunden worden ist. Mit dem bedient man sowohl den Niederholer, wie also der Baumniederholer, wie auch der Canningham. Das ist gerade am Anfang, wenn man muss Segel verstellen für jemanden, der anfängt zu foilen, ist das noch gut, wenn man nicht muss zwei Schnüre ziehen muss, sondern ein Zug hat. Und eben, es gibt ein bisschen, es wirkt ein bisschen aufgeräumter, weil so sieht der Motto aus, der das noch nie gesehen hat, der zeitgenössische. Und da einfach schnell um den Unterschied zu zeigen. Ich will die Skita nicht mit einer Mod vergleichen. Das ist von der Leistung her ein himmelweiter Unterschied. Aber Sie wissen alle oder ihr wisst alle, dass Leistung das Potenzial ist und das muss man auch können abrufen. Also ein 49er ist auch nicht ganz einfach zum Segeln, aber schnell. Aber eben nur, wenn man es kann und nicht immer kentert. Also da hat es irrsinnig viele Parameter, die eingestellt werden können und es verlangt nach Kenntnis und Verständnis. Am besten ist, wenn man es selber baut. Und ohne Ausbildung, in welcher Form auch immer, braucht man wahnsinnig viel Zeit, bis man das versteht, nebst der ganzen Akrobatik. Zum Sagen, wenn man da oben ist und fliegt, dann macht man auf einer Skita und auf einer Mod genau das Gleiche. Und das Gefühl ist auch sehr ähnlich. Logisch, die Massenträgheit von einer Skita ist wesentlich grösser und alles geht ein bisschen weniger schnell. Und ein Mod ist auch sehr steif, also ein Fehler wirkt sich mehr aus, ein kleiner Steuerfehler, als zum Beispiel auf einer Skita. Aber ich bin einmal auf einer Wasp gesegelt und habe dann müssen irgendeinen so einen Wasserstart machen, weil das ist mir viel zu wackelig gewesen am Anfang. Das hätte mich zuerst müssen daran gewöhnen. Und wenn ich dann einmal geflogen bin, ist das eigentlich effektiv genau das Gleiche. Und hat keine Schwierigkeiten geboten. Als Einsteiger oder als jemand, der mit dem anfängt, hat es einen Kleber im Boot. Und was da drauf ist, das wäre gut, wenn man das würde beachten. Also eine Schwimmweste hat man sowieso an, glaube ich, heutzutage. Und einen Helm und ein Manual. Und das macht wirklich Sinn, Wenn man das beachtet, wenn man da anfängt. Es ist nicht, weil jetzt das besonders gefährlich wäre, aber wir haben höhere Geschwindigkeiten, von dem reden wir dann auch noch ein bisschen. Man muss sich andere Reflexe antrainieren und darum ist es sicher gut, wenn man ein bisschen mehr Schutz hat, also Sachen, dass man nicht gerade das Loch im Kopf hat. Das habe ich natürlich alles gehabt, weil ich gedacht habe, ich brauche keinen Helm. Und was ganz wichtig ist beim Anfangen, wenn man das erstmal macht, ist gut flaches Wasser und vielleicht 8 bis 9 Knoten Wind. Kommen wir zu den Flügeln. Und wenn man der Typ ist,
das Gefallen findet an dieser Art vom Segeln, dann wirst du relativ schnell zum Junkie. Was fällt du von diesen Flügeln? Wir sind uns gewöhnt, Flügel anzuschauen von Segelflügern oder von anderen Flugzeugen, die in der Luft sind, und die sind vielfach riesig oder sie kommen einem so vor. Und umgekehrt kommen einem die Flügel, die ja da gleich ein paar Kilo laufen müssen. Wir haben auf der Skita schon Leute gehabt, die sind über 100 Kilo und das Boot ist jetzt auch nicht gerade absolutes Federgewicht. Also, und das langt easy. Und der Grund ist, weil das hat halt viel, gerade beim Fäulen, sehr viel Bewandtnis und das muss man immer wieder sich durch den Kopf gehen lassen. Die Wasserdichte ist etwa 1000-mal höher als bei der Luft. Also hat man auch entsprechend mehr Auftrieb an diesen Flügeln. Das Kita als Boot ist gutmütig und trotzdem sportlich. Sie ist, ich habe es schon gesagt, das Gaurumpf, das ist eine Art von Plattbodenboot. Und die Kita ist unten sogar noch leicht konkav, also hat sie fast etwas von einem Katamaran. Und man kann mit dem Boot eben auch ganz normal segeln, mit dem Jöller. Das macht übrigens Spass, auch ohne Foils, vor allem wenn es richtig hackt. Und zum Anfangen ist das insofern gut, dass man einfach weniger Stress hat in jeder Einsicht. Und Fitness wird auch ein bisschen weniger beansprucht. Wir haben mal irgendwie so ein bisschen während der Lektion am Gardasee habe ich einmal Kreuzli gemacht, um zu schauen, wie viel Versuche jemand hat auf einer Wasp gemessen an einer Skita, einfach so einen Querschnitt. Und da bin ich etwa zwischen 7 und 10 Mal mehr, haben die Leute können probieren, anfangen zu fliegen. Und wie gesagt, wenn man einmal in das Wetter kommt, dann kommt man mit dem Boot immer heim ohne Stress. Was man hier sieht, sind ein paar typische Anfängerszenen. Es sind zwei Segler, eine junge Frau und ein 22-Jähriger. Und das ist alles typisch. Und die sind aber beide gute Lasersegler und die schnallen das ziemlich schnell. Und wenn wir jetzt schauen, der Clip ist nicht geschnitten. Wenn wir schauen, wie die Zeit auf den Foils wird immer länger und die Reflexe werden besser. Das ist eigentlich nicht logisch, wieso das einem Jolensegler passiert, dass wenn er ins Lauf geht, wenn er gegen Lauf kentert, dann noch anlaufen, dann müsste er eigentlich eher abfallen. Und wenn wir jetzt schauen, hat sie jetzt das bereits begriffen. Jetzt sauft sie dann ab, weil sie das Segel nicht feiert. Und wenn man nur ein Segel hat, dann muss man peinlich genau in die Fäden schauen. Und das ist jetzt der Junge. Der hat vielleicht mehr zugeschaut, vielleicht hat er mehr Talent. Das ist, dem habe ich gar nicht müssen sagen, der hat das einfach gemacht. Und jetzt gerade so bei dieser Stellung, wenn er da segelt gegen den Wind, man sieht auch die Flughöhe, ist eher Einsteigerflughöhe, aber schon ein bisschen höher. Und für den war das überhaupt kein Problem gewesen. Der ist jetzt auch schon an der Halse, an der Fäulenden, obwohl er wenig gesegelt hat. Jetzt kommen wir mal zu dem Flügel. So sieht das von nähem aus. Also das ist das, was in der Mitte ist. Links und rechts gehen die Tieffoils raus. Der ganze Beschlag mit den Spargeln da oben drauf, mit den Zähnen, der ist auf einer Platte oben. Wo man nachher, und das kleine Bild, da sieht man schwarzes Schwert, das tut man unten rein schieben. Das hat so Formen, die das dann aufnehmen. Und dann hat es da den Druckknopf und der kommt nachher raus. Das kann man mit einem Schlüssel oder mit harten Fingernägeln, aber da braucht man kein Werkzeug dazu. Wie funktioniert das? Es gibt zwei Aspekte. Also das ist das asymmetrische Profil. Das Wasser strömt schneller über die Oberfläche. Als unten durch, das gibt einen Unterdruck oder einen Sog nach oben, wenn man so will. Und das kann man als Auftrieb nutzen. Und das andere ist, dass man das Profil ein bisschen anstellt, also Wasserski-Prinzip, dass wenn man mehr anstellt, dann hat man mehr Auftrieb, sofern das Motorboot mag ziehen. Und die beiden Phänomene, die physikalischen Phänomene, die nutzen wir aus. Das zwischendrin, jetzt, dass der letzte Schrei bei der Motte sind, weiss ich nicht, so sieht das Hochleistungsfoil aus. Und bei den Motten, die tun vor jeder Regatta, also Regattasegler, wechseln das Foil und nehmen das Foil, das dann mutmaßlich die besten Ergebnisse zeitigt für die zu erwartenden
Begebenheiten, Wellen und Wind und so weiter. Wie funktioniert die automatische Flughöhensteuerung? Es ist eigentlich ein einfaches Prinzip, also vom Prinzip her. Und dann gibt es einen ganzen Haufen Probleme wo man, und Verfeinerungen. Und das hat Jahre gebraucht, bis die Mod so wie sind, wie sie jetzt sind. Und von dem hat man natürlich auch können, profitieren bei anderen Klassen und unter anderem auch da. Ich muss sagen, dass vielleicht noch bei der Entwicklung von dem spezifischen System, wo das Kita hat, ist der Dr. Ian Ward dabei gewesen. Und der ist mit dem John Ille zusammen, auch ein Australier. Die haben sich aber nicht gekannt. Die beiden haben eigentlich die fliegende Motte erfunden. Und der Ian Ward war der Erste, der von einem Centerline-Foiler gefoilert hat, also kontrolliert gefoilert hat. Wie funktioniert das? Wir haben wieder den Wand mit dem Löffel da unten, den schleppt man übers Wasser nach. Der hängt an einem Beschlag, den macht man da an und das kann sich drehen. Das ist das Drehgelenk, das 3. Und das bewegt dann einen Stößel, das ist 4, also so Stoßstange, wo wieder auf ein Gelenk geht, wo das umlenkt, die Bewegung, auf eine Stößelstange, wo dann direkt auf den Foil wirkt. Wenn der Sensor unter dem Boot ist, haben wir tendenziell die höchste Anstellung vom Foil. Das ist zum Abheben, dass es viel Auftrieb gibt. Bei der konstanten Flughöhe nehmen wir eigentlich fast nur noch den Auftrieb, wo es gibt durch das asymmetrische Profil. Man fährt ja dann auch viel schneller. Der Wand der steht wesentlich gegen, also gerade gegen oben. Und dann haben wir noch das C, wo man dann zu hoch fliegt. Und bei diesem System kommt dann ein ganz leichter negativer Anstellwinkel raus. Das ist automatisch, das ist das ganze System, das so entwickelt ist. Weil, wenn man Luft zieht, und der ist schon viel zu fest an der Oberfläche, dann zieht die volle Luft und dann bricht der Auftrieb zusammen und dann sieht es so aus. Da im roten Kreisli hat die Mott in der Welle, das ist an einer WM, das sind also alles Leute, die wirklich gut segeln, der zieht Luft und dann, das ist aus einem Clip raus, habe ich die Einstellungen zusammen montiert und dann sticht er runter und die Schlusssequenz oder fast Schlusssequenz ist, das Boot grabt sich ein bis zum Mast an und vorne, wo es viel ist, sieht man noch den, wo das Männchen, der dann vorfliegt. In einer Kita kann das auch passieren, aber dann hängt der Foil sozusagen aus. Es gibt nicht weiter eine Negativanstellung vom ganzen Flügel. Und Bootsform, und darum ist jetzt ein Gau da ein Argument, vor allem für ein Einsteigerboot. Die fängt das auf und sie erholt sich gerade wieder. Also einen richtigen Crash gibt es nicht. Nass wird man trotzdem. Aber das macht keiner. Nochmal schnell im Überblick. Der Start und Übergang sozusagen in die Reiseflughöhe. Ein höherer Anstellwinkel beim Starten. Und man sieht, der Sensor ist unter dem Boot. Wenn er hinterher zeigt, dann drückt er da fest, dann hat man einen höheren Anstellwinkel, dann geht das Boot rauf, dann lädt das nach und der Foil kommt praktisch in Neutralstellung und der Wand vorne geht mehr oder weniger gerade runter. Das sieht man jetzt und wenn man genau schaut, ich kann ihn dann auch nochmal laufen lassen, wenn das gewünscht ist. Das sieht man mal das Abheben und da wollte ich einfach demonstrieren und Ihnen zeigen oder euch zeigen, wie der Wand funktioniert. Und da bei der Schulter oder beim Knie sieht man dass die Umlenkung an Foil, auf den Foil. Und wenn man genau schaut, sieht man, wie das hinteren und zurückgeht. Das korrigiert immer permanent ein bisschen. Der ist übrigens am Morgen das erste Mal aufs Boot gestanden. Das ist ein bekannter italienischer Designer. Wird es jemand noch mal gesehen? Nicht. Dann kommen wir zum Ruderfoil. Das ist sozusagen das Höchste. Ja, sorry. Jemand weiß noch mal gesehen. Da hat sich zwei gemalt im Chat. Ich bin zu langsam.
Ja, man sieht da noch ein paar andere interessante Sachen, aber das erkläre ich jetzt nicht, das ist vielleicht eher verwirrend. Ich spreche das nachher noch an, aber vielleicht kommt es dann über den Sinn, wieso das Boot hinten relativ lang noch im Wasser ist. Man sieht das da sehr gut. Ich habe extra den Löffel orange gemacht, dass man das besser sieht. Er fliegt jetzt auch noch nicht ganz hoch, wie man da sieht. Da schaut noch ein relativ grosser Schwanz oben raus. Ruderfoil, das ist das Höhenleitwerk vom Foiler. Und das ist insofern wichtig, als dass sonst keine Stabilität zustande kommt. Und es ist auch interessant, dass es eigentlich funktioniert wie beim Flugzeug. Und die Aufgabe von diesen beiden Flossen zusammen ist die Herstellung von einem stabilen vertikalen Flug, also dass das Boot mehr oder weniger parallel zur Wasseroberfläche konstant segeln kann. Ich habe hier extra ein Segelflugzeug genommen, weil der Motor kann natürlich, sofern der läuft, kann die Situation ein bisschen verändern. Der Motor ist auch etwas, was man braucht zum Steuern. Und das beim Segelflugzeug ist das nicht der Fall. Und beim Foiler auch nicht, das ist ein Segelflugzeug. Also links sehen wir die Normalfluglage. Und das ist das, was man eigentlich zuerst einmal nicht annimmt. Eigentlich der Auftrieb, also das Gewicht, das das Ganze in die Luft bringt, wird fast zu 100% vom Hauptflügel getragen. Und wir sehen, der Hauptflügel, der Auftrieb ist dort, wo der Schwerpunkt ist. Und ein gut ausbalanciertes Segelflugzeug sieht etwa so aus. Und der Anstellwinkel vom Höhenleitwerk hinten, das rote kleine Flügel da hinten, das ist eigentlich neutral. Jetzt fliegt das Flugzeug, ist ganz ruhige Luft und plötzlich kommt es unter eine Wolke und es gibt einen Thermikwirbel oder sonst irgendetwas, was es unruhig macht und der Pilot lässt das Flugzeug einfach fliegen und dann geht es zum Beispiel leicht auf die Nase oder auch ein bisschen mehr. Was passiert? Er taucht ab, das Flugzeug nasset und der Schwanz dreht um den Schwerpunkt herum. Und jetzt gibt es oben am Leitwerk Abtrieb, also dreht es zurück. Dann kommt es wieder in die Normalfluglage und wenn Nose ab ist, passiert einfach das Umgekehrt. Dann macht nachher der Heckflügel, also das Höhenleitwerk, macht Auftrieb und Luft. Der Schwanz wieder rauf und dann fliegt es wieder wie auf der linken Darstellung. Jetzt müssen wir zuerst einmal sicherstellen, um in die ausbalancierte Art zu fliegen kommen, auch beim Boot, also das ist beim Segelflugzeug nicht anders oder beim Flugzeug. Wir müssen den Ruderfoil konstruktionstechnisch und vom Design her richtig einstellen. Bei der Skita ist jetzt das effektiv gerade 90 Grad gemessen vom Heck hin. Das geht mehr oder weniger gerade weg hin zum Vorderkanten vom Ruderblatt. Das ist 90 Grad. Was passiert, wenn wir zu viel haben? Also wenn wir einen zu offenen Winkel haben wie 94 Grad bei der Situation B, dann gibt es Abtrieb, dann zieht das Heck runter und dann geht die Nase rauf. Logisch. Und umgekehrt, wenn der Winkel zu klein ist, gibt es hinten Auftrieb und die Nase will runter. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt haben wir das sauber eingestellt. Jetzt gehen wir aufs Wasser und fliegen zu der Bucht aus. Dort ist, 10 Knoten. Perfekt, flaches Wasser. Alles wunderbar. Dann kommen wir um die Ecke herum, dann hat es plötzlich Wellen und dann hat es noch Böe aus einer anderen Richtung und bringt das Ganze aus der Balance. Es geht zum Beispiel auf die Nase. Dann passiert genau das Gleiche. Dann stellt hinten der Ruderfoil an und dreht um den Schwerpunkt um das Boot wieder zurück und bin nose down einfach umgekehrt. Da ist noch eine Frage reingekommen, ja. Michi. Wissen Sie das jetzt, wenn das Wasser nicht flach ist, wenn es wellt, wie verhält sich denn das? Funktioniert denn das trotzdem? Ja, es funktioniert trotzdem. Es hat natürlich alles seine Limiten und es kommt dann auch vor allem darauf an, wie der Segler oder die Seglerin reagiert. Es gibt dann Momente, wo man vielleicht ein bisschen an einem anderen Ort sitzen muss. Bei so einem Boot ist ja der Segler ein wesentlicher Teil vom Gesamtgewicht.
Und am besten ist immer, wenn man eigentlich beim Schwerpunkt zusitzt. Oder? Wenn man schaut, an den Kreuz vor allem, sieht man zum Beispiel, dass praktisch alle vorderst vorne auf dem Rack sitzen. Aber grundsätzlich ist die ganze Einrichtung eben gemacht mit dem Wand zusammen, der ja immer schwänzelt, wie man gesehen hat. Bringt, also an der Kreuz- oder Halbwind bringt es das Boot selbst in Ventobedingungen am Gardasee fertig ausbalanciert, Segler. Wenn man zu viel Segel oben hat oder das Segel falsch eingestellt ist und all das Zeug, das hat natürlich alles auch einen Einfluss. Wir reden jetzt hier von den Foils. Aber das merkt man dann relativ schnell. Und die Segelbedienung, die wir dann auch noch besprechen, das hat natürlich auch einen Einfluss. Aber es ist erstaunlich, was die Boote, welche Wellen die Boote schlucken können. Aber Fäule generell, man muss das einfach immer wieder sagen, Fäule generell, mit welchem System auch immer, ist eigentlich eine Mittelwind- und Flachwassersache. Und dann tun das gewisse Leute bezweifeln und dann stelle ich einmal die Frage, ja, was glauben Sie, wieso der letzte Amerikas mit diesen fäulenden Katamaranen in dieser Badwanne auf den Bermudas stattgefunden hat? Weil dort hat es ein kleines Riff rundherum, eine gute Fläche, guter Wind und für die Boote von 50 Fuß sind, das ist das Flachwasser gewesen. Das ist wie wenn es mit der Skita absolut topfeben ist. Aber es ist unruhig. Also die Boote fangen nachher auch an, wie schwingen durch die Wellen durch. Auch wenn man zum Beispiel hinter einem Dampfschiff durchfeuert und das Boot richtig eingestellt ist, dann schluckt es das. Aber es tut dann so ein bisschen wie eine Gutsche, wo über ein paar Bodenwellen fährt. Das fühlt sich ein bisschen so an. Ist das okay? Ja, genau, das wäre noch meine Frage gewesen, wie sich denn das anfühlt, ob dann da mit jeder Welle das Schiff auf und ab geht. Wie grundsätzlich schon. Wenn die Welle eine gewisse Größe annimmt, ist das so. Aber das ist nicht eigentlich kein Grund zur Besorgnis. Und am Anfang stecken die Leute es dann ein, leicht oder in das Lauf oder so, weil sie so denken, uiuiui, was mache ich jetzt? Oder? Aber wenn man da einfach stoisch drauf sitzen bleibt und es einigermaßen eingestellt ist, alles, dann passiert da nichts. Auch der Ruderfoil wird per Druckknopf da eingeklipset und der Druckknopf muss einfach bündig sein mit dem Schwert, also mit dem Blatt und dann ist das gesichert. Man hat noch nie so ein Foil verloren. Vielleicht einmal da in der Übersicht. So sieht das aus. Oder der Foil, den sieht man jetzt auch, wenn er runterlampet, weil jetzt ist er nicht angesteuert also nicht aufgedruckt vom Wasser und auch nicht angesteuert vom Sensor. Und da sieht man da ungefähr, hat man das Gefühl, wo die Achse ist, wo der drumherum rotiert. Und das Ruder hinten wird beim Segeln, das Ruderfoil-Anstellung kann beim Segeln nicht verändert werden. Die ist fix, aber man braucht das auch nicht, wenn es mal richtig eingestellt ist. So, jetzt wollen wir mal segeln. Und da gibt es jetzt ein paar Sachen, wo man muss lernen. Also zuerst einmal verstehen, das hilft. Und dann muss man sich ein paar alte Reflexe, die man vom normalen Jolensegeln hat, ein bisschen abgewöhnen. Aber es ist an sich halb so wild. Das Bild zeigen nicht die absolut perfekte, ich habe kein besseres gefunden, aber eine gute Ausgangslage zum Fäulen. Es sollte noch ein bisschen mehr Laufgänge haben. Und das werde ich jetzt erklären, weil das ist auf den ersten Blick oder so, wirkt das ein bisschen seltsam, wieso man Laufgänge braucht, zum Anfang Fäulen. Das ist ein Kita sozusagen, oder ein Laser. Es hat kein Tieffoil dran, das sieht man da unten. Der fehlt. Das ist normale Jolle. Die krängt auch leer und taucht dort einen Teil vom Boot ein. Das gibt einen Auftrieb. Und das ist von der Formwiderstand, von der Formstabilität her, der Kreis, der da ist, da gibt es einen Auftrieb, der will das Boot aufdrücken und der Mann, der da sitzt, drückt das Boot ab. Und die Distanz, die bietet den Hebelarm, das ist jetzt einmal aufrichtendes Moment 1. Und dann sehen wir, wenn er gerade segelt, dann ist das relativ ähnlich, es ist einfach kürzer,
Aber er ist ja schon aufrecht, vielleicht hat es weniger Wind oder er feiert. Und dann haben wir noch die Laufkrängung. Und dort sieht man jetzt auch, dass der Hebelarm AM3 um den Drehpunkt 3, D3 herum, weil dann dreht es da, kann man sich gut vorstellen, wird noch kürzer. Und wenn der Wind jetzt fehlt, oben ist der Wind, kommt von rechts, dann nachher muss irgendwann der Segler etwas machen oder er wartet einfach auf die Böe oder er nimmt wieder dicht und kommt nachher wieder vielleicht in Situation 2 und vielleicht sogar 1, wo er dann mehr muss ausreiten. Also da so macht man es auf dem Laser. Jetzt machen wir es auf der Skita auch so. Steigen wir auf die Skita mit der Foil. Jetzt sehen wir da unten den Foil. Der ist jetzt dran. Das Boot ist ganz genau gleich. Der AM, also der aufrichtende Moment 1, bietet den Hebel. Und jetzt passiert Folgendes. So kann das Boot segeln. Es beschleunigt und lupft das Boot schlussendlich auch raus in dieser Stellung. Jetzt ist aber so, dass der B1, also der Drehpunkt, wo das Boot drumherum dreht und wo wir uns gewöhnt sind, eben bei Laser, dass es so aussieht und so geht, der geht dann in Sekundenbruchteil, flutscht der unter das Boot, weil jetzt ist, auch wenn der nur 2 Sandi über Wasser ist, da der Ecke, dann nachher haben wir den keinen Auftritt mehr. Und jetzt sieht man rein aus geometrischen Gründen, weil das Männliche ja nicht noch mehr einlaufen oder nicht viel, schmilzt in Sekundenbruchteil oder vielleicht in einer Sekunde schmilzt das aufrichtende Moment AM1 auf AM2 zusammen. Also das Boot ist nicht kontrollierbar so. Die Folgen sind, der Pfeil zeigt es, man fällt meistens dann wieder ins Lee, es muss keine Kenterung sein, man platscht dann oben, dann bremst es und dann fällt man von den Foils und dann fängt man von vorne an. Also probieren wir es mal umgekehrt. Wir haben die leichte Laufkrängung in der Situation 1 und nicht ein besonders gutes aufrichtendes Moment vom Hebel her. Und jetzt beschleunigen wir. Und dann passiert es gleich wie vorher. Vom Drehpunkt D1 geht man zum Drehpunkt D2. Und siehe da, jetzt haben wir plötzlich einen schönen, angenehmen Hebel, wo man das Boot nachher sehr gut kontrollieren kann. Und weiter muss man eigentlich gar nichts machen. Das Boot beschleunigt dann auf Situation 3, geht noch ein bisschen hoch und der Hebelarm bleibt mehr oder weniger gleich. Das ist eigentlich das Ganze, was man muss verinnerlichen muss. Da einfach nochmal im Vergleich. Also wir haben den Drehpunkt unten am Flügel und das Boot ist leicht in der Luft. Und jetzt kann man nochmal die beiden Hebelärme vergleichen und dann leuchtet einem das relativ schnell ein, würde ich sagen. Das Interessante ist, dass Laufkrängung bei dieser Art Segeln und bei dieser Art Foil eine wichtige Rolle spielt. Wir haben 4 Situationen. Situation 1, ich will niemanden langweilen, das ist nochmal die, die eigentlich gar nicht geht. Wenn man es dann einmal kann und in so einer Lage kommt, kann man das Boot retten. Also man tut feiern und man tut schlagartig abfallen und bringt dann quasi wie beim Velofahren all die Druckpunkte wieder übereinander und dann kann man sich retten. Das ist dann aber relativ ein brutales Manöver, vor allem wenn man schnell ist. Aber das geht. Situation 2 ist die, wo man rumfährt. So fährt man dann einmal 2-3 Wochen, je nachdem, wie häufig dass man segeln kann oder wie talentiert dass man ist. So fährt man dann einmal um als Einsteiger. AM gleich 100 heisst nicht 100 Kilo oder irgendetwas, sondern das ist eine Indexzahl. Der Segler ist immer 70 Kilo. Was passiert jetzt, wenn der mit Laufkrängung segelt? Aus geometrischen Gründen drückt er mit jedem Grad, wo er das Boot mehr gegen Luft kränkt, drückt er an sich den Drehpunkt ins Lee. Und darum wird der AM, also der Hebel, wird länger. Und bei einer Skita ist da das AM 163, Situation 4, ist das Maximum. Das ist eher ein bisschen optimistisch. Also es ist irgendwo zwischen den 145 und den 163 drin. Also, wenn man jetzt das rechnet, 70 Kilo, und der Winkel vergrößert sich von 100 auf 163,
bedeutet das, dass eigentlich der Segler ein virtuelles Gewicht hat, da auf der Situation 4 von 114 Kilo. Also er legt 44 Kilo zu. Und jetzt wissen Sie schon mal, wieso unter anderem Motten in der Regatta immer überzogen segeln wie in anderen Gründen, aber immer überzogen segeln wie Windsurfer. Und es hat vor 2 oder 4 Jahren, Zeit geht schnell um, ich weiß es nicht und ich bin in dieser Klasse nicht so drin, haben die noch längere Schwerter wollen. Und zwar, dann können sie höher fliegen, dann können sie noch mehr reinrücken. Und das hat unter anderem weitere Folgen. Und zwar bei dieser Luftkrängungsgeschichte, so fahren wir einfach zum Blaussegeln an. Wir segeln aufrecht und wir tun den ganzen Auftrieb, den der Foil macht, zum Fliegen brauchen. Jetzt segeln wir, wie vorher, segeln wir mit Luftkrängung. Was passiert jetzt? Unten sehen wir das Vektorendiagramm. Wir haben immer noch, der grösste Vektor ist nach wie vor der Auftrieb, weil sonst fliegen wir nicht mehr. Wir haben aber einen kleinen Verlust gegenüber A, das ist das rote Pfeile. Und jetzt haben wir noch einen neuen Vektor, zeigen gegen Lauf, weil der Wind kommt wie immer von rechts. Und zwar ist das so, weil physikalisch der Auftrieb an einem Profil immer im 90-Grad-Winkel wirkt. Und jetzt ist C einfach nochmal eine Steigerung gegenüber B. Wir haben zwar weniger Auftrieb, aber bei Wind oder so ist der Auftrieb nicht das Problem. Da hat man immer genug. Und der Vektor zeigt mehr gegen Lauf und der blaue Vektor ist noch grösser geworden. Und das hat jetzt zur Folge, ich bin einmal, wenn wir YouTube-Filme schauen, von Motorregatten zum Beispiel, dann sieht man ja nie ganze Regatten und man kann nicht einen Segler einmal verfolgen, um zu schauen, wie der es macht. Ich bin mal an der Foiling Week, ich glaube vor 2 Jahren, und da hat es am Sonntagmorgen eine Motorregatte gegeben, 80 Knoten Wind, das ist recht, also für einen Foiler ist das relativ viel Wind, 65 Motten oder noch mehr und etwa 4 oder 5 von den weltbesten Motorsegler. Und das sage ich nur, weil die sind nach dem Start immer rausgestochen. Und da hat man sich einen können merken und dann habe ich da mal ein bisschen zugeschaut und dann habe ich gedacht, Kopf, das ist unglaublich. Und dann habe ich schließlich die Uhr führen genommen, die Stoppuhr führen genommen und gestoppt. Jetzt haben die, ich weiss nicht mehr, wie gross die Distanz ist. Upwind vom Start rauf, also es war ein normaler Up-and-Down-Kurs, haben die etwa 5 Minuten gehabt und runtergefahren sind es etwa 4 Minuten. Also, was bedeutet das überzogene Segeln, wie in der Situation C? Nichts anderes als, hast keinen Abtrieb mehr. Es gibt praktisch keinen Abtrieb mehr gegen die Boote, sondern es ist wie ein asymmetrisches Schwert an einer grossen Rennboot, also einer grossen Rennjacht, die es da im Lay abschiebt. Das schiebt die mehr ins Lauf, als man würde meinen. Und das ist also sehr, sehr effizient. Ja. Eine Frage zu der Luftkrängung. Wie kann man denn die steuern oder verändern? Das Foto, so sieht es dann in der Realität aus. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das ist nicht einfach. Man muss permanent am Segel hängen und dazu auch noch ausreiten. Also man muss sich konzentrieren und man muss wirklich fit sein, wenn man das über einen ganzen Kurs machen will. Und man hängt irgendwie so runter. Und man muss ja dann beim Foilen, wenn man richtig segelt und bei mehr Wind segelt, dann muss man nicht nur das Segel bedienen, sondern man muss auch noch steuern. Es ist so, dass die meisten Boote so einstellen, dass es da bei so einer Lage eigentlich neutral ist und nicht laufgierig. Weil wenn man aufrecht segelt, ich habe das letzte gerade wieder probiert bei meinem Boot, dann sind die Boote recht laufgierig und wenn man sie ins Lauf kränkt, werden sie relativ neutral. Aber es ist permanent schaffen. Permanent schaffen und da dazu kommt dann noch Hängen. Ja, ich möchte noch ergänzen von den Erfahrungen, die ich beim Foilen gemacht habe. Also man hat ja das Grosssegel, das man dicht nimmt und fährt. Und das ist wie bei jedem anderen Schiff. Wenn man das Grosssegel dann mehr dicht nimmt, dann wird es aufrechter. Und wenn man es fährt, dann hat es weniger Druck. Also sicher mit dem Grosssegel kann man die Krängung steuern. Und dann halt mit dem Ruder. Wenn man abfällt, dann gibt es mehr Druck. Es wird aufrechter. Wenn man anläuft, dann geht der Druck weg und es geht ins Lauf.
Und das, die Schwierigkeit ist, die zwei Mittel können zu koordinieren, gleichzeitig können raushängen. Ja. Ja, und eben die Fitness, korrekt. Oder? Die Anstrengung, genau, das, ja. Die Anstrengung, die unbedingt das Hirn, die Hirnleistung nicht unbedingt steigern, oder? Also das war sehr eindrücklich an der letzten Mod-WM, der Tom Slingsby, das ist ja in allen Wählen wegen dem Begriff. Der hat glaube ich, alle sieben Regatten oder acht Regatten, die es gegeben hat, der gewonnen, und zwar bei weitem. Das war einfach unglaublich gewesen, und der gehört zu der Gruppe von ehemaligen Laser-Weltmeistern oder Laser-Topsegler, die dann in die Mod-Klasse gegangen sind. Und wo die dann mal begriffen haben, wie das Boot funktioniert und all die Manöver haben können, haben die anderen keine Chance mehr gehabt. Und das ist, was Livia gesagt hat, ist wirklich sehr, sehr wichtig, das überzogene Segeln. Die können einfach leiden. Die können hängen bis zur Vergasung, wenn man Laser gesegelt hat. Und das hilft natürlich und können sich trotzdem aufs Rennen konzentrieren. Kommen wir noch zu der richtigen Flughöhe. Wir sehen jetzt da vorne, das ist auch ein Einsteiger, der da segelt. Und das könnte sogar noch etwas tiefer sein jetzt, das ist auf dem Restensee, das ist im nördlichen Teil, hat wenig Wind, wenig Wellen. Und da schauen relativ viel, das viele zeigen es relativ viel von dem Sensor, schauen oben raus. Aber das ist eine sehr gute Höhe als für Einsteiger, zum schnell zum Erfolg zu kommen. Und welche Flughöhe ist jetzt für wen die richtige? Also man fängt an bei Einsteiger. Schaut auch auf das rote Strichli mit dem Löffel unten, das ist der Sensor. Und da sieht man auch ein bisschen, was passiert. Der Routinier, also der, der es dann einmal geschnallt hat und auch schon ein bisschen bei Mehrwind segelt, der segelt dann vielleicht so wie das in der Mitte. Und der Experte, der reizt es aus und segelt mit möglichst hoch über dem Wasser. Es ist so eine Image-Sache, hochfliegen. Es macht nicht in jedem Fall Sinn, aber hochfliegen, das ist irgendwie immer das Ziel. Und dann gibt es bei dem Boot, das gehört jetzt zu der Skita, weitere Fahrzustände, die man einstellen kann. Das ist sogenannte Semi-Foiling. Das haben wir mal irgendwie herausgefunden und ausprobiert und ein bisschen geschaut, wie man es machen muss. Weil, wenn man jetzt in Vento reingeratet oder bei Vento rausgeht und noch nicht der Crack ist oder so, dann will man nicht unbedingt das Boot und sich selber zerstören. Also haben wir mal geschaut, man fliegt ganz tief wie es geht. Und man schlittert dann übers Wasser. Es ist nicht ganz einfach, aber weil man muss dann aufrecht segeln, sonst funktioniert es nicht wirklich. Aber es macht viel Spass. Und dann, wenn man wirklich tot ist, müde ist oder es überrascht einem ein Gewitter oder sonst irgendetwas, dann macht man den sogenannten Safety Mode. Und zudem die beiden Bildchen mit Nose Down, das gehört zusammen. Wir haben ja am Ruder einen kleinen Auftrieb. Nicht viel, aber ein bisschen natürlich haben wir Auftrieb. Und wenn man jetzt vorne durch den Wand ganz anzieht und der Foil nicht mehr angesteuert wird und keinen Auftrieb mehr macht, dann geht das Boot runter, weil es hineingelupft wird. Und es ist interessant, bei dem kleinen Flügel, da kann man ganz hinten sitzen, wenn man dann irgendwie 8 Knoten fährt, geht es unerbittlich runter. Das kannst du mit dem Gewicht nicht egalisieren. Aber dann lässt du den Wand vielleicht 3-4 Santi runter und nachher ist das Problem gelöst. Gibt es noch Fragen? Bis jetzt nicht, nein. Okay. Das sind einfach zwei Bilder, nicht sehr gute, aber da sieht man vor allem das linke, sieht man, wie man den mit dem Fastpin rein tut. Und dann kann man durch das Leinensystem U und Ab bewegen. Das kann man auf dem Wasser machen, aus dem Cockpit. Und das ist wirklich sehr eine gute Einrichtung für ein Fun-Boot, wenn es Kita ist. Ich habe letztens mit einem Club von einem Binnensee in der Schweiz geredet. Jemanden, den ich länger nicht gesehen habe. Dann haben wir uns zufällig getroffen. Und dann habe ich mal gefragt, so, was ist jetzt mit euren Junioren? Tönen ihr jetzt die langsam mal in die Moderne überführen? Oder gebt ihr euch Mühe? Und habt ihr etwas schon mal besprochen diesbezüglich? Und dann ist das gekommen, wo viel kommt. Ich habe auch ein gewisses Verständnis, also wirklich. Aber ja, weißt, das ist alles so komplex und dann hat es ja nie Wind. Und dann, das braucht ja Wind und sonst kann man nicht foilen.
Und dann hat er von sich aus erzählt, dass sie jetzt 24er abgeschafft haben und 29er angeschafft haben wieder, also zurückgegangen sind. Und da habe ich mir eine gemeine Frage nicht können verkneifen. Da gesagt, ja, okay, und dann machst du das also jetzt auf deinem See so Starkwindtraining, oder? Mit den 29er. Und ja, wieso sagst du jetzt das? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also wenn du einen richtig guten Wind willst haben und einen passenden Wind, dann musst du sowieso dislozieren in den meisten Fällen, weil da auf deinem See kannst du ein Leichtwindtraining machen, das musst du ja vielleicht auch machen, aber Starkwindtraining musst du auch weg, oder? Und beim Fäulen ist es tatsächlich so, wenn du rauskommst, kannst du im Prinzip, wenn es nicht ganz, ganz wenig Wind ist, dass du gerade noch so marginal rauskommst, kannst du eigentlich alle Manöver üben. Und du musst sogar anfangen bei relativ wenig Wind, weil sonst kommst du gar nicht nach. Also ich meine, als normal begabter Mensch. Aber jetzt möchte ich darüber reden, wieso das eben bei leichtem Wind geht. Das ist ja auch noch die Frage, wie man Lichtwind definiert. Das Foto habe ich geschossen. Das ist, die ihn kennen, sehen, wer es ist. Der Roger Moser. Da sind wir am Gardasee gewesen. Das ist das erste Schiff, das wir hatten. Das war am Abend im April. Es war also nur etwa 13 Grad gewesen. Es sieht so cozy aus, aber es war relativ frisch gewesen. Wir hatten etwa 5 Knoten Wind gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht. Aber eben, wenn es kühl ist, ist die Luft dichter. Und also Moleküle sind kleiner und die gleiche Windgeschwindigkeit liefert mehr Energie. Darum hat das funktioniert. Und wenn man mal da oben ist, dann funktioniert es. Also dann ist es kein Problem. Das ist jetzt so die Routinier-Flughöhe im Übrigen. Der Wind bläst nicht für alle Boote gleich. Ich weiss nicht, wer den Clip gesehen hat. Den habe ich mal auf meinem Facebook-Account gehabt. Der ist einfach unglaublich. Und es ist kein Fake. Aber es ist ein bisschen gemein. Ich habe ihn ein paar Mal anschauen. Und was heisst jetzt, dass der Wind bläst nicht für alle Boote gleich stark? Was passiert da? Wieso fährt die Motte einfach so erbarmungslos durch das Laserfeld durch? Weil eigentlich sind ja die Jolle, wenn man so will, sie haben einen Rumpf, einen kleinen, und sie haben einen Mast, sie haben ein Segel und ein Mensch sitzt drauf. Aber man sieht es natürlich schon ein bisschen da, wenn man jetzt die Wellenbilder anschaut, das Boot, der Laser schafft, es fliegt durchs Wasser, um es gemein zu sagen, und rechts sehen wir, dass die kleinen Profile so ein bisschen durchs Wasser sieren. Macht auch so ein bisschen einen Sound. Und dann sieht man also schon gefühlsmäßig, dass das halt viel weniger Widerstand macht rechts. Und das kann man ausnutzen. Was passiert? Man muss immer wieder sagen bei diesen Diskussionen, wenn es ums Fäulen geht, dass man mit dem scheinbaren Wind segelt. Ich meine, auch ein H-Boot oder ein Ingring oder sonst irgendetwas Gemütliches, ich rede jetzt vom modernen Aspekt her gesehen, die segeln auch mit dem scheinbaren Wind, selbstverständlich. Aber es spielt dort einfach die kleine Rolle, und zwar wegen dem grünen Pfeil da. Also der wahre Wind, das ist klar, das ist der Wind, den wir spüren im Gesicht, wenn man einem steht, in der Stärke und wo er herkommt. Wenn man den feuchten Finger aufhebt, dann sehen wir jemanden, wo er herkommt, wenn wir keine Wellen sehen. Und der Fahrtwind ist klar, das ist, wenn man auf dem TÜV oben hockt, der kommt von vorne beim Auto auch, wenn man schnell fährt sowieso. Oder beim Motorboot, wenn man bei null Wind losfährt, dann kommt er immer ganz genau in der Schiffsachse. Und weil man nicht mit zwei Wind segeln kann, tun die sich da zum orangen Vektor vereinigen. Und das ist der scheinbare Wind. Also der fällt viel vorlicher ein als der wahre Wind, der blaue. Und ist stärker. Und das ist jetzt eigentlich eben der Grund. Jetzt nehmen wir da den Laser. Und das Kita nochmal. 8 Knoten Wind von der Seite. Der Laser, ich weiß es nicht, vielleicht fährt er ein bisschen schneller als 6 Knoten, aber es macht keinen grossen Unterschied. Und wie das Kita, wenn man es, also ich bin jetzt schon auf einem Level, wo ich bei 8 Knoten, ich habe das letzte wieder gemessen, fahre ich 15 bis 16 Knoten, das kommt noch ein bisschen aufs Wellenbild drauf an. Und dann würden die 15 Knoten scheinbaren Wind würden noch mehr. Aber man sieht den Unterschied. Es fällt vorlicher ein, wenn man die Ware segelt,
Und der Vektor ist wesentlich länger. 1,5 mal mehr Wind gibt etwa 2,25 mal mehr Energie. Weil das nimmt ja im Quadrat zu. Und das ist einfach eine Menge Holz und das erklärt das, was wir vorher gesehen haben. Umgekehrt kann man, das machen wir etwa, wenn es keinen Wind hat und die Leute einfach mal sehen wollen, ob ein Kita überhaupt fliegt. Da habe ich einmal gesagt, okay, jetzt komm da mit dem Schlauchboot. Dann platziert man das Flügelchen auf dem Schlauch, sitzt drauf. Dann gibt es das Mobo, gibt Gas, bis man eben auf abheben kann, also 8 Knoten oder so. Und dann löst sich das Boot vom, fast automatisch vom Schlauchboot. Und dann kann man bei denen, solange die 4 Knoten sind, man beschleunigt dann noch ein bisschen, vielleicht auf etwa 10 Knoten. Und dann wächst der Wind, der scheinbare Wind, vielleicht auf 10 Knoten an oder so, oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann, wenn die 4 Knoten oder Wind um die 4 Knoten auf dem See quasi bis ans Ende gängtet oder gönnt, kann man oben bleiben. Das ist also wirklich noch, darum habe ich gesagt, es ist ein fast perpetuum mobile, stimmt natürlich nicht. Aber es ist einfach ein Zeichen, wie man sich abkoppelt vom wahren Wind, wenn man schnell segeln kann. Denken Sie an die Segler, dort ist es ja ganz krass, weil die machen nie einen Halt, sie technisch, die machen immer eine Wende, auch wenn sie platt runterfahren. Das ist eine Frage zum Wind. Was denn der ideale Wind ist oder aufs Minimum, ob das Minimum 10 Knöpfe ist, jetzt bei der Skita speziell, und was der ideale Wind ist zum Feulen? Es kommt natürlich ein bisschen auf das Seglergewicht an. Das heisst aber nicht, dass die Abhebgeschwindigkeit ist immer die gleiche. Das ist also vielleicht mit ganz, ganz wenigen Unterschied. Und ich habe extra einen Speedometer montiert irgendwann einmal, um das wirklich anzuschauen. Und wir heben ab bei etwa 8,1 zwischen, es tut dann einmal ein bisschen schwanken, zwischen 8 und 8,2 Knoten Bootspeed kommst du raus. Und jetzt ist die Frage, wenn ich bin 70 Kilo und wenn jetzt da 90 oder 95 Kilo Mensch drauf sitzt, dann kommt der nicht bei der gleichen Windgeschwindigkeit raus wie ich, weil einfach das Boot langsamer fährt, weil er mehr Energie braucht, um auf die 8,2 Knoten zu kommen als ich. Es taucht ein bisschen mehr ein und es schlägt ein bisschen mehr im Job und so weiter. Aber es ist eigentlich immer, es ist immer der Speed und den erreicht man bei, ich würde jetzt mal sagen, 15 Grad Lufttemperatur oder so, kommt man mit der Skita, wenn man es ein bisschen kann und vielleicht nachher mit Pumpen, kommt man bei soliden 6 Knoten raus. Und ideal eigentlich, würde ich sagen, sind 10, 11 Knoten. Es braucht nicht mehr. Da hast du volle Action. Vielleicht 13. Und von 15 an wird es dann schon haarig, richtig 15, 18 Knoten. Und interessant ist, ich bin der Einzige, das interessiert im Moment niemand, ich bin der Einzige, der etwa die rausgeht bei wirklichem Hack, ohne Foils. Ich kann ja nur schnell die Druckknöpfe aufmachen und es gibt jetzt auch Teile beim neuen Boot, die ich unten reinschiebe kann, dass es einen schönen Abschluss gibt. Und ich bin auch GPS gemessen auf dem Reschensee zwischen 22 und vielleicht 27 Knoten Wind, bin ich Downwind Vollgleiter nur noch auf dem letzten Meter 18,5 Knoten gefahren. Und dort bist du also mit den Foils bei dem Wind, also wenn du überhaupt überlebst, bist du dann wählenweg nicht sehr viel schneller. Aber das ist natürlich jeder, das ist auch Geschmackssache. Aber Foilen, ich habe es glaube ich eingangs einmal gesagt, das ist eigentlich leicht mit modernen Booten, leicht bis Mittelwindgeschichte. Und flaches Wasser eröffnet einfach mehr Möglichkeiten am Manövermäßig. Wobei eben die allerbesten, aber jetzt reden wir vom Pro-Level, die bringen das auch sonst fertig. Okay. Mhm, ja. Wieso gibt es keine Schoklemmen? Was passiert, wenn man jetzt eben mit dem apparent Wind segelt? Und mit einem schnellen Boot? Mit der Motte ist es noch viel krasser.
Wir haben vorher gesehen, dass man vielleicht bis dreimal in einem gegebenen Wind bis dreimal schneller kann segeln kann als ein normales, modernes, vergleichbares Boot. Das heisst also, man fährt dreimal weiter in einer Zeiteinheit, also trifft man dreimal, statistisch gesehen, dreimal mehr Böen, dreimal mehr Einfallswinkelveränderungen, Schraler und so weiter an. Und man segelt dann auch noch schneller durch und die Folgen sind klar. Also die Segelstellung musst du permanent einstellen. Ich glaube, ich habe noch nie auf dem Schiff, noch nie, aber ich muss jetzt mal schauen, ich muss mal auf die Uhr schauen, ich habe noch nie 10 Sekunden irgendwie die gleiche Binneneinstellung oder die gleiche Schoteinstellung gehabt. Und wenn, das eben mit, wenn man mit der Schot nicht mehr den Schlag kommt allein, dann muss man nachher noch den Kurs anpassen. Schauen wir mal die Situation an. Schwankende Windstärke, stabile Richtung. Das ist ein Bö, das ist wie das Blaue ist, der wahre Wind. Und es ist idealisiert, wir wissen alle, dass wenn ein Bö kommt, wo man wirklich als Bö wahrnimmt, dann ändert sie meistens auch die Richtung. Ich kann jetzt da einfach zum zeigen, was passiert, habe ich die Richtung gelassen. Situation A. Da hat man vielleicht, was weiß ich, 5 Knoten Wind und man hat vielleicht 6 Knoten Fahrt oder irgend so etwas. Das Segel ist relativ offen. Der Winkel vom scheinbaren Wind ist auch schon recht anders als der wahre Wind. Zwischen A und B wird der Wind stärker. Bei B bin ich schon voll auf der Foil. Was passiert? Ich fahre schneller, ich habe die Segel dichter genommen und ich bin schon bereits ein bisschen abgefallen. Und der Winkel ist trotzdem, der Winkel vom scheinbaren Wind, also der orange Vektor, ist trotzdem spitzer. Und dann nimmt der Wind weiter zu, ich beschleunige noch mehr. Mehr kann ich jetzt nicht mehr dicht nehmen, darum muss ich stärker abfallen als vorher. Und jetzt läuft der scheinbare Wind läuft praktisch 90 Grad zum wahren Wind. Also da kann man irgendwann, denkt man, der wahre Wind, das muss ich vergessen auf dem Boot. Und wie komme ich jetzt, schlag da damit, wie tue ich mich orientieren? Und das ist tatsächlich am Anfang ein bisschen ein Problem. Und das wird durch verschiedene Sachen noch erschwert. Das rechts, das ist eine Segelschule. Immer wieder wichtig. Und wir haben nur ein Segel. Denken Sie daran, dass man auf so einem Foiler hat man nur ein Segel. Und dann ist die Einstellung vom Segel noch viel, viel wichtiger, als wenn man noch ein bisschen einen Fock hat. Und es gilt auch da, also zu dicht ist es No-Go. Außer sie werden anhalten. Also man kann einen Foiler langsam aushungern, indem man immer dichter nimmt und dann kommt er ganz gesittet, setzt er sich ab, wenn er Enten aufs Wasser. Aber dann lieber ein bisschen zu offen. Und man muss wirklich auch bei marginalen Verhältnissen, wenn man will, angleiten und zum Abheben, dann neigt man ja dazu, man will mehr Druck und nimmt dichter. Und dann sieht man, dass man es dicht hat, also die linke Illustration, und dann ist es fertig. Die Fäden sollten ungefähr so platziert werden wie auf der Grafik links. Es ist vielleicht nicht eine schlechte Idee, am Anfang einmal sogar einen kleinen Verklicker oben herzuhängen. Man muss einfach schauen, dass der nicht kaputt geht, wenn man kentert. Dass man wirklich schauen kann, woher blaset der Wind. Es ist auch so, dass wenn man bei böigem Wetter segelt und man sieht ein Bö kommt, dann schaut man irgendwie so, was weiß ich, 45 Grad führen, wie früher, aber eigentlich muss man hinterher schauen. Oder? Weil man die Bö meistens schon überholt hat oder gar nicht merkt, dass eine kommt. Sie kommt einfach aus einer anderen Richtung. Es kommt sicher noch ein bisschen auf den Kurs an. Am Wind ist es vielleicht ähnlich, aber wenn man offener segelt, ist es wirklich sehr unterschiedlich. Das wäre es von meiner Seite. Man kann mir auch noch schreiben, unten ist, wenn man das will und wenn man etwas will fragen. Und das zeigen zwei Situationen. Also wenn man den Eigenversuch mal machen will, das ist heute möglich. Also es gibt die richtigen Boote und es gibt auch Leute, die genug verstehen heutzutage, um das einem beibringen. Und dann merkt man, wird man sich vielleicht an ein paar Sachen, die ich jetzt gesagt habe, erinnern oder auch nicht. Und
Da merkt man aber vor allem schnell, ob einem das etwas sagt oder nicht. Also es ist sicher nicht für alle Leute das, was sie sich vorstellen. Jetzt zum Schluss, falls keine Fragen mehr sind, habe ich noch ein Film, wo der Arno Psarofatis in der SNG bin ich mal gesehen und habe dort ein paar Leute das Boot vorgestellt und wenn sie segeln und dann zu beißen kann, dann ist der Arno Psarofatis raus. Also wer ihn nicht kennt, das ist einer der absolut besten Schweizer Segler seit Jahren. Und schafft auch für eine gewisse Firma, die ich nicht sagen darf. Und der ist dann zurückgekommen und hat gesagt, das sei eigentlich wirklich ein sehr gescheites Boot und es mache ich sogar noch Spass, das käme natürlich nicht an den Mund an. Da habe ich gesagt, das hätte ich jetzt nicht müssen sagen, das weiss ich selber auch. Und so hat es jemanden aussehen. Qualität ist ein bisschen fraglich. Faszinierend, eben, der steigt drauf, fährt zum Hafen aus und dann ist er schon daheim. Das ist ja manchmal ein bisschen. Ja. Sollte man noch mal jung sein und noch ein bisschen mehr Zeit haben. Das war seine erste Wende. Wer schon zu Genf da zuunterst im Seebecken gesegelt hat, so mittelprächtige Beise, der kennt die ekelhafte Welle. Das ist so ein Geschwabbel. Irgendwie schlägt die Welle immer vom Land zurück. Das wäre die erste Halse gewesen. Und ja, man könnte schon ein bisschen neidisch werden. Da hat man jetzt gesehen, da ist er recht langsam geworden, das Boot ist oben geblieben und er hat es können retten. Und dann nochmal eine Wende. Manchmal geht es dann auch schief. Das ist Loran Metro. Die segeln zwar mehr auf grösseren Booten und auf dem Meer. Sie hat eher ein bisschen Mühe gehabt. Den kenne ich nicht. Das ist auch ein Kollege, der hier auf dem Motorboot mitgekommen ist. Und der hat es eigentlich ganz gut gemacht und hat dann auch mal irgendeine Halsi versucht. Und das ist dann nicht gegangen. Das ist er nicht, das ist nochmal der. Er macht jetzt auch noch eine Halsi. Das ist eine Technikfrage. Das ist gut, wenn man einen Coach hat, der einem dann von außen sagt, was man machen muss.